Lieben, ja, willkommen zu einem neuen Blog von mir. Und zwar erzähle ich euch heute gerne was über meine Ernährung. Ich bin ja nach der Schwangerschaft mit 3 Kilo noch drauf rausgekommen und aus dem Krankenhaus. Und diese 3 Kilo, die nerven mich extrem, weil die habe ich immer noch. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Aber die habe ich irgendwie immer noch, obwohl ich so viel Sport mache und laufe. Aber es liegt auch an meiner Ernährung, weil ich doch sehr oft in so Hungerlöcher gerate und viel mit dem kleinen Tobe. Bin ich oft so in dieser Brotfalle. Ich ernähre mich momentan doch recht kohlenhydratlastig und jetzt habe ich gerade mal die Reißleine gezogen, weil es nervt mich gerade und der Sommer kommt. ich weiß, ich habe zwar eine ganz gute Figur und so weiter, aber ja, man möchte wieder zurück zu alten Formen und dazu habe ich mich jetzt entschlossen, eine Detox-Kur zu machen und zwar eine Woche lang. Und da habe ich mich natürlich ein bisschen im Internet informiert und dann habe ich festgestellt, dass diese ganzen Detox-Getränke ja, die übersteigen irgendwie so 250 Euro und Co. Und da habe ich keinen Bock drauf. Dann habe ich jetzt gedacht, komm, habe ich mal wieder Rewe online gemacht. Das mache ich momentan sehr, sehr gerne und das läuft super. Da habe ich mir von True Fruits meine Detox-Getränke besorgt. Die zeige ich euch jetzt mal. Ja, ihr Süßen, das hier ist jetzt mein Gesöff für heute. Also ich werde, ich habe einmal das hier, das ist einmal Smoothie Triple Yellow. Da ist Orange, Apfel, Banane, Mango und Maracuja drin. Das ist total lecker und das mische ich mir immer, ne? Also im Verhältnis 1:3, also ein Teil Saft und 2 Teile Wasser. Das heißt, ich komme dann am Tag so auf 2 Liter und dann werde ich nachher nochmal, wenn ich was Herzhaftes möchte, diesen grünen Smoothie trinken. Ja, da ist auf jeden Fall nochmal Grünkohl drin, Spinat und Matcha und auch Ingwer. Diese schmecken total super und der ganze Kühlschrank ist davon, also ein ganzes Fach habe ich jetzt so gestapelt, dass das voll ist. Mein Mann hat gestern den Kühlschrank aufgemacht und ihn hat echt der Schlag getroffen. Der meinte so, was ist das denn, was hast du denn hier gemacht? Ja, und dann, ja, habe ich nicht nur diese beiden, auch andere Sorten und ja, und weil die sind echt total lecker und die liebe ich total. Ja, und jetzt mische ich mir die immer komplett mit Wasser auf und dann, ja, trinke ich die und ich hoffe, ich bleibe satt und komme nicht in so ein Hungerloch, weil sonst habe ich keinen Bock drauf. Ich hasse Diäten, ich hasse es zu hungern und ja, ich bin überhaupt nicht der Typ dafür. Also da laufe ich lieber noch mal eine Runde mehr und noch eine und besteige irgendwelche Berge oder sonst irgendwas, aber so Diät halt ist nicht mein Ding. Lieber eine gesunde Ernährungsweise, eine Umstellung. Ja, das mache ich jetzt gerade einfach nur mal jetzt mal so, um einfach mal eine Woche lang keine blöden Kohlenhydrate zu mir zu nehmen. Denn Kohlenhydrate sind auch hier drin in Form von Fruchtzucker. So, das sollte eigentlich reichen. Ja, wünscht mir Glück und viel Spaß bei dem Projekt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten und euch berichten, wie es so war. Ne, immer wieder auf Facebook und auch auf Instagram könnt ihr mich auch verfolgen, was ich so esse, was ich für Sport treibe. Dort findet ihr mich unter runninggirl_linda. So, ja. Liken, follow me und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss und bye bye.